So, da sind wir mal wieder bei Final Fantasy X-2 mit Robin und Lena dabei. Diesmal etwas lauter, weil bei der letzten Aufnahme hatte ich mich zu weit nach hinten gelehnt und ihr habt mir gerade bemerkt, das war wohl doch ein wenig zu leise. Ich hoffe, man hat dennoch irgendwas von mir gehört. Ich bin so besoffen, ich habe jetzt gleich so. Wird das getrunken, ist dann weiß ich. Ja, genau, ein Weißmann. Wollen wir nicht wenigstens einen Kampf machen? Das sind Erfahrungspunkte. Ich glaube, es fehlt ja nicht mehr viel bis zum Level Up, oder? Ja, ich tue hier meistens offscreen, aber... Ja gut, dann lass das nachher lieber mal offscreen machen. Ich glaube nicht, dass das so spannend aber ist, beim Level zuzugucken. Ein paar Kämpfe kann man ja ruhig machen, weil ist ja auch sonst doof. Das gehört ja zum Spiel auch. Das gehört zum Spiel, Madam? Ja. Marvelous, ist Fabulous. Fabulous. Oh no, a battle. Okay, das klingt mehr gay als arrogant. Oh no, a battle. Or is it a party? God. No, he's so cute. Oder, my name is PewDiePie. Ich bin ein völlig überbewerteter Let's Player. Oh, du machst immer Feinde. Ich weiß, aber das ist mir egal. Warum? Ich mache mir also Feinde, weil ich meine Meinung sage? Ja. Tut mir leid, ich finde, PewDiePie ist überbewertet. Ja, dann muss ich nicht... Alter! Ich mache ihn ja nicht schlecht, nur ich finde halt, er übertreibt manchmal so und deswegen ist er nicht ganz so meins. Du musst ihn ja nicht gucken. Tue ich ja deswegen auch nicht. Ich habe nur letztes Mal wieder reingeschnuppert aus Neugier. Da hat er so ein komisches T-Spiel gespielt. Das fand ich ja nicht ganz lustig. Ja, aber ich... Also ich finde, er sollte... Aber seine Horrorspiele weitermachen. Ich weiß nicht. Bei so ernsten Spielen, wo man auch so ein bisschen... die Atmosphäre genießen will, so, dann kommt das vielleicht nicht ganz so gut. Ja, aber manchmal übertreibt er einfach mit seiner Reaktion, weil manchmal merkst du auch, dass das gespielt ist. Und wie heißt nochmal dieser andere, der immer so rumbrüllt? Dieser andere Let's Player? Ich hab vergessen. War das nicht auch was mit Ego-Raptor oder so? Der macht die ganzen Mittel wie Awesome. Oder wie hieß er nochmal, das Mikro-LP? Das Mirko-LP, genau. Ja komm, der brüllt ja zum Beispiel auch nur rum, weil die Fans das wollen. Und bei PewDiePie ist es genau das gleiche mit dem Ausrasten oder Rumbrüllen oder Rumalbern. Also, wenn die Fans das möchten. Ja, die Fans wollen, dass er das so ist, also verstellt er sich deswegen. Und das kann ich nicht leiden, weil das, man merkt manchmal wirklich, dass das unecht ist und dadurch kommt das nicht authentisch rüber. Und einfach nicht glaubwürdig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einer, der so tut, als wäre er gerade wütend oder... als wäre er freakig drauf, obwohl er eigentlich ja gar keine Lust dazu hat. Das wird jetzt. Oh, ich wurde getroffen! Aus der Ohr in der Scheiße! Oh, schreien. So wäre das jetzt zum Beispiel. Ja. Aber ich will jetzt hier nicht dauernd rumflamen, aber es ist nun mal Main-Meinung. Ja, ich habe auch so meine Meinung. Ich kann mir die Kommentare vorstellen. Ey, Alter, ey, du bist wohl scheiße, ich schwör, PewDiePie ist beste, Digga. Ich glaube nicht, dass meine Abonnenten so was schreiben, weil. Also, wenn dann. Auch ein paar Hohlköpfe habe ich auch schon gesehen. So nett. So, es ist die Wahrheit. Wahrscheinlich, ah, du bist wohl so neidisch, ey, Alter, ey, PewDiePie ist beste, jetzt Digga, wo gibt, ich schwör, komm mal auf. Er hat ja auch die, glaube ich, die meisten der hat auch viele, Abonnenten auf YouTube als Let's Player. Gehört. Ja, aber er hat leider auch diese YouTube-Promi-Krankheiten, denn ich meine zum Beispiel falsche Videotitel, falsche Thumbnails, wie, ja, zum Beispiel, wie zum Beispiel What Happened to My Hair und dann so ein Bild von ihm, wo er eine Halbplatz hat, worum geht's? Der beantwortet nur ein paar Fragen. Und da ging es nicht ein einziges Mal um seine Haare. Guess I'll take a break. Ja, man muss ja auch die... Nee, das ist aber nur falsche Werbung. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist wie, als würde ich jetzt ein Video machen, also jetzt zum Beispiel ein Review über Metal Gear und ich würde als Titel jetzt zum Beispiel nehmen, Meteor schlägt in Russland ein und irgend so ein falsches Thumbnail dazu und dann so, ja, hallo, willkommen zur Metal Gear Review. Da würden wahrscheinlich auch Hate-Kommentare kommen. Ey, was soll das für ein Scheiß? Ich dachte, es ist hier so ein NDR-Bericht oder so. Ja, so ist das nun mal. Man, ich rede zu viel, ja. Bei solchen Themen kann ich manchmal ganz schön in der Rage kommen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Wolltest du ja, würde ich am liebsten auch mal machen. Ich mag es, meine Meinung mal zu präsentieren und vor allem einfach mal ein bisschen Klartext zu sprechen. Nee, nicht über sowas.
aber ach egal, das kommt vielleicht. Ich sage mal schon mal nicht zu viel. Wir wollen jetzt übrigens nach Zenner kehren. Ach here, listen to my story. Ach, das ist furchtbar. Wieso ist das furchtbar? Traurig oder einfach nur? Furchtbar schlimm einfach. Furchtbar schlimm. Was haben sie daraus gemacht? Ein Freizeitpark oder was? Guck's dir an einfach. Ja, dann geh los. Oder gib mir einen Schied. Ja, so hat sich ja bis jetzt noch nie verändert. Mhm. Ah, ja, ich hab schon was vor, ich kämpfe jetzt mal. Aber wenn du stirbst, ne? Kriegst du Ärger. Ich hau ab. Tut mir leid, aber ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfuchsen. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich muss ja noch ein bisschen leveln, also. Wir sind schon echt unterlevelt. Ich hab keine Ahnung mehr so richtig von den Klassen. Das ist schon so lange her, dass wir aufgenommen haben. Mhm. Furchtbar. Ist aber wie das Jobsystem in Final Fantasy V. Ach, das war super. Allein der Soundtrack von FF5. Ach, das Kampfthema kann ich schon gar nicht vergessen. Ich glaube, ich kann kein einziges Kampfthema vergessen von Final Fantasy. Das von 9 war ja wohl super. Türmen, schneller. Nicht dabei. Ach ja, Final Fantasy 9, mein Lieblings-Final Fantasy. Sag mal, ganz gut. Ich wette, einige fangen jetzt, hä, ich dachte, der Teil 7 wäre das. Du bist voll Spieße, 7 ist Beste, Alter. Kommt drauf an, welches man zuerst gespielt hat. Ja, so 7 war das erste, was ich gespielt habe. Aber dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich genau wie die anderen, nur in 3D. Also es ist auf jeden Fall sehr gut, aber ich finde Teil 9 ist einfach besser. Ich fand die Charaktere irgendwie sympathischer, konnte mich besser mit denen identifizieren. Vor allem mochte ich sie da, weil er nicht so ein Emo-Boy ist, sondern eher... Ich finde, jedes ist einzigartig. Und vor allem die Handlung hat mir gefallen, das ganze Szenario, das war einfach so schön mädchenhaft. Und ich fand Kuya war ein besserer Schurke als Vevirot. This is where we sat, that night. The seven of us. I've never talked about it. I didn't want to share my memories. I wanted to keep that feeling. This place within me forever. Now look at it. Was geht denn hier? Ist hier eine Saufparty oder was? Oh nee, ne? Whose idea was that? Eine Touristenattraktion? Ja, und gerade hier starben Tausende von Menschen. Ist das nicht wundervoll? Oh, und dann kamen die ganzen Chinesen, Skips, Knips, Skips, Skips. Du bist so ein Rassist, ey. Wieso? Die fressen Katzen und Hunde, schlimm genug. Nicht alle. Jetzt hast du das nicht vorgelesen. Was bist du für ein schlechter Let's Player? Wer hat gesagt, dass ich ein Let's Player bin? Ja, merkt man. So, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren illustren Runde. Hey, das ist geklaut. Die kleine Anspielung auf Luna. Ein übrigens sehr guter Let's Player, den ich sehr gerne gucke. Ja, ich auch. Eine Touristenattraktion, ich werde wahnsinnig. Sehr geehrte Besucher. Ach, das ist ja eine Frau. Bitte genießen Sie jetzt einen einmaligen Ausblick. Gott, nein. Und der Anime dort. So ist er hoch. Ja, ich gehe. Geh weg, da Opa. Hier ist der dunkle Beleuchtung von daher. Oh Gott, nein. Wenn du das hier, oh ja, ich muss das hier angeben, die Auslegung haben. Egal, wer auch kommt, mag ich verrücken, wenn du meinst. Aha. Ach, der. Yuna. Wie hieß er nochmal? Isaru. You've changed so much, I hardly recognize you. Remember me? Verzeihung, kennen wir uns? Natürlich, ihn zu machen. Hallo, der hat eine Schleife um seinen Schritt. Nee, nicht seinen Schritt. Um seinen Bauch. Von mir aus ein bisschen. Wo hast du denn den Schritt, bitte? Der sieht aus wie ein Schmetterling. Das ist japanisch wohl. Verzeihung, kennen wir uns? Soll ich machen? Nein, natürlich. Eben nicht. Wir kennen ihn doch. It's good to see you again, Isaru. So. I'm honored that you remember me. Why are you here? Ah, yes. I've been helping Sid with his work. Don't look at me. Der Glatzkopf.
I guide people through Xanarkand, once the most sacred. Ach, Touristenführer ist oder was? Ja. People come from all over Spira, Sphere Hunters too. Oh, voll enttäuscht. Ugh, what the heck is Pop thinking? I can see this is upsetting you. But this is a place of great historical importance for all of Spira. I know, but still. I never wanted anyone else to stand there. Yuna? Nothing. Forget it. Verschissen. If you say so. Kein Sex heute Nacht. Ah, I must be getting to work now. Please, take care, Yuna. Bitte dich, der hat eine Schleife im Bauch. Ah, ah. Irgendwie geht er wohl aufs Klo. Ich muss einfach meine Schleifchen öffnen. Die NPCs haben eh nichts. Ich bin immer einmal hierher gekommen, wenn die Welt geworden ist, was so schnell mal von einem Blutschmerz zu kommen zu können. Ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ich habe heute noch gar keinen Kaffee. Doch, heute Morgen. Ja, zu viel. Ich brauche noch einen Gin. Schenkst du mir einen ein? Die Gäste werden sich langweilen, wenn sie nichts anderes als diese Ruinen hier zu Gesicht bekommen. Die Gäste werden sich langweilen, wenn sie keinen Gin bekommen. So ein Saftlein. Ja, gib mir bitte einen Gin. Echt jetzt? Ja, ich hätte gerne einen Gin. Ja, mach dir einen. Ja, da ist die Flasche, hol sie doch bitte. Man versteht kein Wort, was schnüffelst du da? Wenn man einen wertvollen Spirin verscherbelt, kann man den richtigen Saus und Braus nehmen. Jawohl. Hast du es jetzt verstanden, Sandy? Ihre Hände in unserer Gruppe, seid ihr bereit? Die Alten da, wo machen. Geil. Kommt man denn ungescholten davon, wenn man einfach so auf heiligem Boden herumläuft? Ihr schändet diesen heiligen Boden, fehlen nur noch Currywürste, Bierdosen auf dem Boden. Ja. Nix, ja. Das wäre voll die Marktlücke. Eigentlich wäre das doch die reinste Gruppe. Guck mal, am besten hier so einen kleinen Hotdog-Stand aufbauen. Oder hier so eine kleine Oh ja. Noch mehr Entweihung geht ja wohl überhaupt nicht. Mit Shirts, I love Xenakin. Oh nein. I hate Xenakin. Wie bei Thaddeus, ne? Ich herz dich. Genau. Ach, da ist ja das Schiff. Kann man da auch rein? Nee, nee. What the fuck? Oh, da ist ein Äffchen, ne? Was auch immer das ist. What was the clue again? Der mittlere Finger. Come on! It's Kyiv! Alright, let's head out! Wir müssen hier Blagen umlaufen. Yes, sir! Yeah. Ich hasse Kinder. Guck mal, wie die da tanzt. Das kann ich auch machen. Das sieht mehr nach Dubstep gestörtem Zucker aus. Tauchen manche auch eigentlich gut vor. Dann gehen wir mal Enkel. Oh. Guck mal bei den Reifen. Schutzschleier. Silberreif. Haben wir schon ein Mithril-Band? Nope. Dann kauf mal eins. Okay, ich kann kaufen. Und mach mir das bitte ein Gin. Bin ich deine Hausfrau? Ja. Nein, bist du nicht, aber bitte sei das so nicht dumm. Nur ein kleines Gin, wie bei Werner. Oh, bitte, nur noch ein Gin. Einer geht noch, dann ist aber Schluss. Nee, das war Röhrig, der andere war der Kapitän Johannes. Ein noch, dann ist aber Schluss. Ja gut, aber dann ist Schluss. Prost. Prost. Hier muss man das auch geguckt haben. Jeder, der sich Norddeutscher schimpft, muss Werner geguckt haben. Ich finde es ja nur mal lustig, immer wenn ich sage, ich bin aus Norddeutschland, alle gleich, ah ja, also ich stelle mir Werner immer so vor. Guck, da muss ich aufs Spiel konzentrieren. Das ist voll unprofessionell, Mann. Prost. Prost. Oh, nur noch eine, nehme ich Schluss. Ne? Meint ihr beim Friseur, Frau Hansen? Was machen da fertig? Sie sehen so gut aus. Ich wollte nur gucken, ob auf dem Dach auch irgendwas ist. Ich bin angeköstelt, oh noos! Als ob wir irgendwie mal zu wenig Items hätten.
Naja, wir haben ja auch und wird zugemüllt mit Eisen. Ja, wieder! Ja, wieder! Leben nicht! Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Oh nein, Yuna ist fast dead. Ja, dann solltest du sie heilen. Bin doch dabei, aber sie braucht zu lange, die Olle. Die Olle. Ja, jetzt habe ich sie aber gegeben. Boah, jetzt will sie weinen. Ja, bei ihr kann ich mir das auch vorstellen. Aber Yuna ist so süß. Ich fand sie in Teil 1 süßer, da war sie schüchtern. Jetzt ist sie halt extrovertiert. Ich weiß nicht, irgendwie charmant. Und hier ist sie irgendwie so, kommt her, Jungs. Alter. Naja, eigentlich nicht. Hier ist sie eigentlich immer noch ganz niedlich, aber verändert. Du sollst mal langsam angreifen, ne? Wenn du so langsam machst, ist klar, dass du das geht. Ja, tut mir leid, ich bin es halt nicht gewohnt. Ich weiß noch nicht mehr, wie man Kacke hat. Was willst du denn wechseln? Nee, nicht mehr. Siehst du, ich komme überhaupt nicht klar, Digga. Oh nee, ich will jetzt nicht mit Digga anfangen. Eigentlich mag ich dieses Wort nicht. Ja! Alter, Digga ist Chaveur. Was willst du machen? Wieso kann sie nicht Magier werden? Weil ich das... What? The fuck? Ach, der Bildschirm wurde kurz schwarz. Ich hoffe, bei euch war das nicht der Fall. Aber ich habe das Gefühl, das Bild ist jetzt ein ganz klein Tick kleiner, aber ein bisschen schärfer gewesen. Wirklich? Okay. Nein, ah, jetzt hat es sich wieder verändert. You need magic. Was hast du nicht Rico als Schwarzmagier gemacht? Weil wir wegen der Zeit. Ich kenne doch die ganzen Zauber. So. Yuna nicht. Das weiß ich doch nicht. Ja, Mann, du hast es doch meistens mal gespielt. Bitte mach diese Blöde. Sie hat übrigens eine Bane. Ach, du meinst ihre ultimative Waffe oder Dings? Ja. Oh, toll, es ist so. Warte, wir verarschen. Entenpack? Mach du das mal lieber. Das wäre ja ein Gin eigentlich. Kannst du es auch unkommentiert trinken? Ich werde das jetzt an meine Lippen halten, ankippen und trinken. Zum Wohl. Kannst du auch leise trinken? Ah! Mein Gott. So, nein, das wird gut. Dann wird der Hals mal so schön warm. Was denn, du sagst, du hättest den Hals ja fast weggebrannt. Ich trinke sowas doch gar nicht. Doch, was war gestern? Du bist anstrengend, ey. Du bist echt anstrengend. Ich weiß. Außerdem gucken das Leute, ne? Ich will nicht, dass alle Leute wissen, was ich trinke, ey. Weil das ja auch so was Schlimmes ist. Nö, bitte keine Kinder. Ach er, dieser jüngere Bruder oder was? Ja. Wer sind die anderen Zwerge? Random NPCs. Namenloses Kind Nummer 1, namenloses Kind Nummer 2. Hannah und Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. What are you doing here? There are fiends around. Hey, was ist das für ein Strampelanzug da hinten? Fiends? Da im Hintergrund. Ja, ich selber. Ist das nicht. The Kindergarten! The Kindergarten! So typisch wie das japanisch. Klingt. Kindergarten. You here on some kind of treasure hunt? So key must be a clue to finding the treasure. Uh-huh, that's right. Shh. We paid 15 whole gil for that. Come on, let's go! Das haben wir alle von unseren Milchzähnen gespart. Von der Zahnfee. Ich habe mein Geld davon immer ausgegeben für Süßigkeiten. Um die nächsten Zähne zu verlieren. Jawohl, so hört sich das. Kaugummi, Schokolade. 15 Gil for a clue. Penis enttäuscht. Hätte ich mal die Kinder ausgenommen. Oh Gott. Jetzt wirst du dafür bestraft. Die Würm. Ach ja, ich wusste doch, ich kenne die doch. Oh mein Gott, die sind so stark. Wir werden verlieren. Tierisch stark. Sagt ihr eigentlich mal bye-bye oder alright? Ich weiß nicht, ich glaube bye.
ja jetzt Rico, sag ja. Ich mal, bye bye. Bye bye. Alright. Hm? Keine Ahnung, irgendwas. Alright. Aber Rico war in Teil 1 irgendwie auch süßer. Du warst ein bisschen zurückgehaltener. Hier ist sie immer so auf 180. Ja, jedes Klischee muss hier bedient werden. Hast du eigentlich mal hier zu Rico in Teil 1 gesagt, wo sie zu Tedes sagt, so, na, hast du eine große Chance bei ihm? Und dann kannst du doch sagen, ich hab lieber dich. Hast du das mal gesagt? Ich glaube nicht. Dann sagt sie ja so, oh, ehrlich? Ah. Ja, reagiert sie voll süß. Und dann sagt sie auch hier. Achso. Come in, come in. Do you read me? Oh, hey, I wanted to double check that clue. It's Mon, right? Nah, it's just that I heard some kids saying it was key. Yeah, I figured it was Mon. Over and out. Die sind so bescheuert, ey. Affe, oder was war das Wort? Affe. Ja. Pass mal auf, wie lange die dafür brauchen. Affe. Kimon. Oh, Fee-Aff. Monkey. Oh. We won't let you off so this time. Riku. Oh, Yuna scheint ein bisschen blöd zu sein. Kimon. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, dann sagt sie da so auf hier, wie heißt man ihre Sprache? Auf Albert da so, vielleicht irgendwann mal. Ich finde, der hat das oh gesagt. Das ist süß. Nee, ich habe, glaube ich, meistens für Nina gestimmt. Ja, und er hat das wohl nicht getan. Man könnte ja auch Rico auf dem Eismobil mitfahren. Ach ja, ich glaube, das hatte ich nur einmal. Ich hatte das noch nie. Ich hatte mal Lulu. Ich hatte sonst... Ja, oder Kimari hatte ich mal. Kimari? Ja. Du meinst ich. Kimari, thank you, kind. Ja, bei Kimari mochte ich eigentlich mal seine dezente Art. Nee, ich glaube, das ist jetzt gar nicht Blaumagier, was Pain hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß auch nicht, sie erlernt irgendwie immer mehr Munitionstypen. Oder? Das ist ja so monsterspezifisch. Boah, gibt's hier nichts? Doch, da eine Truhe. Boah. Nee, bei FF5 hab ich den Blue Mage auch so gut wie nie benutzt. Er kann zwar schwere Rüstung tragen in dem Spiel und Schwerter benutzen, aber die Zauber, erstmal musst du die kriegen und wenn du die hast, dann kannst du sie vielleicht für ein paar Kämpfe benutzen, dann erlernen deine anderen Charaktere viel bessere Zauber und sind die einfach überflüssig. Ja. Außer in FF7, da ist das Feines Können wirklich Gold wert. Aber ansonsten... Ich habe echt Blaumagier nie benutzt. Ja, weil die Zauber sind irgendwann einfach überflüssig. Zum Beispiel bei FF9 auch, da Vivi hat am Ende so mächtige Zauber, dann brauchst du es gar nicht mehr. Das von hier, Queena. Queena Mampf. Mampf. Ich glaube, wir gehen nur noch bis zu dem Eingang da und dann... Und dann nimmt der Frosch für Elfenmampf. Mampf. Von Queena eigentlich ganz lustig. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Mann oder Frau. Das weiß keiner. Ich glaube, in der US-Version ist es eine Sie. Ja. Vielleicht ist es auch ein Transsexual. Weiß ich immer, wenn ich Kuya sehe, denke ich immer an Rocky Horror Picture Show, dieses Lied. I'm just a sweet transvestite. Bitte sing es nicht weiter. Danke. Ich finde den Film auch verstörend. Das ist mega. What the fuck, ey. Boah, dieser Weg ist so lang. Okay, jetzt fliehe ich. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wenn du da schon die keine Lust mehr hast, dann musst du mal FF2 spielen. Da verlierst du die Geduld. Da drehst du durch. Ein Wunder, dass ich das durchgespielt habe. Ich möchte einen Vorspulbutton. Oh, so, ich hatte so. Dass ich so eine lange Geduldsspanne habe, ey. Das war einfach der zweite. Ja, ich habe so ziemlich jedes durch und bis auf Teil 3. Und 12, aber 12 hasse ich. Ich bin schon mal am Anfang eingeschlafen. Ja, und also allein, das lässt sich streiten. Und allein Wahn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ja, Geschmackssache. Ich finde den Teil auch nicht gut. Dieser kleine Homo-Pimmel-Pirat. Du bist so gemein!
Wieso? Wie nennst du ihn immer, der schwedische Aladdin? Ja, sieht auch aus wie ein schwedischer Aladdin. Komm, ey. Das sieht alles so orientalisch aus und dann kommt er so voll blond, so voll so ein Milchbrötchen da. Milchbrötchen. Der sieht aus wie so ein Sven's Möhrebröt. Wieder rassistisch, ey. Nein, aber ich meine, ich habe nichts gegen Schweden, aber er sieht echt schwedisch aus, irgendwie. So nordisch. Hauptsache. Gepaart mit Aladdin. Wo ist dein fliegender Teppich? Ja, es ist nun mal so ein bisschen orientalisch. Auch der schwedische Aladdin. Mann. Ja, ich weiß nicht, also... Ich habe ja schon oft gesagt, wie ich zu Final Fantasy 12 stehe. Weißt du noch die Verarsche? Mit diesen ganzen Final Fantasy Figuren? Ich verstehe das nicht. Was sind das für Dinger? Du weißt schon, Bahamut und so weiter. Ach, so. Ach, ihr meint die Flugschiffe und alle. Oh. Was für eine dumme Story. Wir können nicht zulassen, dass die uns so beitreten. Ja, der Rat hat zugestimmt, dass Final Fantasy 12 ein furchtbares Spiel ist. Was stand da? Ich quäle kleine Kinder. Ich quäle keine Kinder. Ich wollte gerade sagen. Ich esse kleine Kinder. Wahrscheinlich ist da gleich ein geheimer Boss, der Pedobär. Oh Gott. Und dazu im Hintergrund der Song I love little girls, they make me feel so good. Oh, sind die stark, Mensch. Oh mein Gott, Lena, streng dich an, sonst verlieren wir. Guck mal, was macht. Oh nein. Eis! Oh, fünf Schaden. Wir können aufhören, Digga, ich schwöre. Eis! Alter! Eis ist scheiße. Aber ich glaube, ich kann Yuna bald in ein anderes Kostüm packen, weil weiß Magier ist schon echt fast overpowered, man. Overpowered. Ach, warte mal, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ach, noch mehr Touris. Guck mal, die haben alles gelootet, die Schweine. Arschlöcher, kannst du vielleicht Taschendiebstahl machen? Lockpicking und Pickpocketing? Und? Ah, dann können wir noch. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich eine halbe Stunde machen. Ne? Die Überraschungsschatztruhe für einmal 100 Gil ist bereits ausverkauft. Wie schön. Sag das jemanden, den es interessiert. Seid ihr etwa Lady Yuna? Nein, bestimmt nicht. Arschloch, lassen Sie sich mal antworten. Boah, was für Arschloch. Toller. Wir lesen das jetzt nicht mal mehr vor. Mir schwindelig sind hier zu viele Illumina. Ja. Oh, guck mal. Vielleicht ist es auch völlig dicht. Ach, Oma-Runde. Die Sphäre-Oma. Was? Die Sphäre-Oma? Ja, ich hatte gerade eine Besprechung. Ich habe mit Feinwäsche gewaschen und ich habe jetzt meine Socken zu Ende gestrickt. Finden wir schnell den Schatz und gehen weiter zum nächsten Ziel. Aber vorher muss ich meine Hüftgelenke einschmieren. Zum wieder so diesen Aufschlag und die. Oh, bah. Hier walten Gräben schon wieder alle. Oh, ihr müsst mir meine Treppe hochhelfen. Wieso gibt es hier keinen Fahrstuhl? Wenn ich hier. Oh, wenn ich jemanden sehe, der ligatauglich aussieht, wird er sofort angesprochen. Das ist aber auch ein Service hier. Der da vorne ist wohl einer von dir. Will. Lass uns einfach. Hat der Finger und schon hilft mir die Treppe hochgegangen, Mann. Jetzt reicht's doch. Tut halt mein Gewicht an, Mann. Sphäre-Oma. Ach, der Raum. Hallo. Alles ausverkauft. Das ist ein Drecksladen. Und noch nicht mal so was auf Vorrat. The clue is monkey, right? Nein. Das ist mir zu kompliziert. Just a coincidence. Ach ja, das. Lena, da ist ein kleiner Affe. Ja, das ist eine etwas längere kleine Sidequest. Aber die werden wir, glaube ich, nächstes Mal erst machen. Jo, wir haben ein bisschen überzogen.
Auf jeden Fall hat der Affe kleine Herzchen über seinen Kopf schweben. Hat er? Ein kleiner Affe. Pedobär. Scheint verliebt zu sein. Ein Pedobär. Der ist nicht Pedo, der ist immer nur kleiner, der andere. Vielleicht ist es auch heute ein Weibchen. Das kann sein. Vielleicht ein Pedo. Tut mir leid, das sieht aus wie ein Kind. Das ist eklig. So, aber ich glaube, dann machen wir erstmal hier Affenvergewaltigung. Obwohl, ich suche nochmal einen Speicherpunkt. Im nächsten Part Affenvergewaltigung. Du bist so eklig, Mann. Ich weiß. Bitte begeben Sie sich mit dieser Plattform nach unten. Dort befindet sich die berühmte Kammer der Astra. Der Astra, ja. Du bist so... Ach ja, die Kammer. Wo Juna Leska uns erwartet hat. Und ein Hauch von nichts anderes. Und dann hat sie gesagt, ja, ne. Ja, die Opfer, Beschwörung gibt's gar nicht ja, mehr. Ja, opfer mal einen von euch, ne, weißt du. Ach, ihr wollt nicht, aber dann muss ich euch kämpfen, ne. Nein. Wir wollen keinen von uns opfern, wir werden kämpfen. Und ne, weißt du, das finde ich jetzt aber nicht korrekt, du weißt. Hm. Nein, ich voll dufte, Mann. So. Wir machen dann das nächste Mal weiter. In der Kammer der Astra mit den Affen. Ne? Affenvergewaltigung. Nein. Also bis dann. Wahrscheinlich rape der eine Affe den anderen. Also bis dann. Bis dann.